gar nicht so schlecht ist dann gegen Marv. Harden oder Verkin? Ja. Okay, Verkin. Okay, was willst du denn? Ja. Schön. Vicky sofort auf den Handel. Wow. Das scheint super aus. Scary. Ja. Wow. Ja, dann bist du aber nicht. Ja, okay, das war ein bisschen komischer, als das sagt. So. Schöne Rollfahrt. Okay. Das sieht man auch nicht alle Tage. Im Endeffekt musst du gegen Marv dieses Spiel spielen, weil er keine konstanten Hitboxen hat, dass du in den richtigen Moment reinläufst, wenn er eine Hitbox rausgeworfen hat. Und dadurch wird es so eine Art Tempo-Spiel. Mhm. So, du musst gucken, okay, wann kommt seine Nähe, macht er sich zu, macht er sich spät und in dem Moment musst du ihn laufen. Ja. Und das kannst du halt mixen mit deinen Tempos, indem du einfach nochmal wertschämst oder wertschämst und dann gehst. Und dann kannst du ihn entweder hitten, wenn der seinen Move schon gemacht hat oder gerade erst dabei ist. Und ja. Kriegst du, das machst du, denke ich mal, am besten deine Hilfe aus. Was richtig gut ist für Fox, ist Couch-Canceling. Ja, Crouch-Canceling, ich vergesse es selber immer anzuwenden, aber es ist eigentlich wirklich super gut hier drin. Also besonders so gegen Marv, die einfach richtig, richtig viel fair einsetzen im Spiel. Ja, einfach nicht mal fair und rein mehr machen, ja. Wie kriegst du denn zum Spiel? Ja. Ich weiß nicht, selbst wenn sie early ist, ob du dann trotzdem noch einen Abzweifelstoß bekommst als Fox, weil du bist sehr schnell in der Runde. Ja. Das weiß ich leider auch nicht so richtig. Ich glaube, der Marv könnte das shielden auf jeden Fall, wenn er bereit ist. Ich weiß nicht mal, wo er auf dem Boden ist. So, Nicky Make hier den Stock auf jeden Fall sehr stark. Oh. Oh. Das war echt verrückt. Sie einfach in der Ecke blieb? Ja. Ich glaube, das war von Nicky Quickly, seinen neuen Videos, die er macht, darüber hat er geredet letztens. Man muss mir mal manchmal in der Ecke bleiben. Nicht rausgehen. Ja. Das war einfach gar keine Angst. Das war verrückt. Ja, der wäre echt schon reingelaufen, muss ich sagen. So. Ja, also immer bereit. Doppel? Ah. Mhm. Sind die so sehr viele Running Shines? Ja, ich finde Running Shine auch persönlich sehr scary. Ich meine, Marv kann einfach reinrennen und dich grabben, so, ne? Aber ja. Man darf es da echt nicht zu oft machen. Das ist eigentlich echt eine Option, die du eher weniger benutzen möchtest. Ja, du musst dein Timing gut mixen. Ja, das ja. Das ist wahrscheinlich hin. Wir rennen halt immer nur die gleiche Art rein. Ja, stimmt schon. Da wird man immer gleich gegrabt. So. Oh, schön. Ja. Oh. Ja. Ah, schade. Sehr gerne. Da kann er nichts machen, muss er warten. So, das scheint doch. Ah. Der wollte, glaube ich, Arte zuletzt werfen und ist dann einfach zu doll gefasst voll. Mhm, kann das kann er, ja. Oh ja, diese Abwehr sind sehr, sehr schön. Oh, okay. Oh, okay. Das war echt knapp. Ich muss sagen, Arte benutzt auch in diesem Matchup öfter mal so Empty Hops. Also allgemein einfach so neutral, um den Fox damit dazu zu bringen, dass er reinrennt und dann wurde er dann ganz schnell gegrabt. Ihr seid die besten Kommentatoren, die ich jemals gesehen habe. Das macht so einen Spaß, Jungs. Danke. Danke, Dennis. Wir wurden gerade fertig gemacht für unser langweiliges Kommentar. Let's go. Nichts. Schöner Up-Pro. Ah. Oh, das Up-Tilt war genius. Das kann man gar nicht drücken. Fine Grab da auch richtig gut. Down Smash, ja. Ja, das war einfach ein perfekter Stock. Ja, Niki hat auch wirklich auch keine Angst in der Kante. Ich meine, er zwingt. Das weißt du, ich meine, ich fühle mich immer so gezwungen, einfach so reinzugehen in der Kante, aber er bleibt einfach da und wartet darauf, dass Arthur erstmal den ersten Move macht. Das ist wirklich super. Ja, Mann, das lernst du, wenn du Nikis Cookies lernst. Ja, muss ich mir echt mal anschauen. Ich würde die ganze Zeit werben hier von Niki. Oh, schöner Crouch. Ja, ja, das ist der. Da ist er. Da mache ich auch immer gerne das Down-Drill. Schön, einfach, gutes Setup. Doppel-Abwehr, Abwehr. Ja. Ah, vielleicht einfach noch eine zweite Fair, so eine Fast-Folge rausgewählt. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Drang, eine Ken-Kombo zu machen. Oh mein Gott, so hätte ich das niemals gepunished, aber krass. Ist einfach nur runtergegangen, ne? Ja, ja, Steel Drop einfach in der Grab, ja. Okay. Oh, rundbereit, ja. Ja, wenn man das im Hinterkopf hat mit den Air-Dodge, dann ist es auch gar nicht mehr so gut. Schöner SCI, aber, ja. Oh, die Downer. Da hat er kurz gewartet. Und der Quatsch kannst du nicht. Ja.
Ich weiß nicht, ob es an Nikki's DI liegt, aber irgendwie diese Kencoms sind immer so, weißt du, so ein paar Pixel davon entfernt, dass sie connecten können. Ich glaube, das liegt an der DI, aber ich weiß es nicht. I don't know, ich dachte jetzt eben gerade, er ist schon mal gefährt. Ich dachte, Daniel hat ihn getroffen. Das könnte auch sein. Dass die ihre Mutus sind? Oder bist du nee, wir haben noch nicht eingetragen. Okay. Das war für Nikki. Das ist der Wort, also von Grand Finals kommt schon. Oh. Oh, Karo ist insane, Alter. Jo. Ich spiele gar nicht das Mike, aber wir können es sein. Oh, oh. Konter? Oh, der klassische Karo. Oh, das war krass. Das wir haben noch gar nicht drüber geredet, aber Arthur ist gerade einfach FOD gegangen, statt FD. Ja. Deswegen bin ich ganz wundervoll. Wundervoll. Ja, auf jeden Fall. In welchem Game gibt man denn zu FOD? Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die jetzt letzte Zeit durch viele Sets gespielt haben und Arthur, naja, offen gesagt, wenn man nicht so viel erreicht. Ja, genau. Einfach nicht so viel erreicht oder FD. Naja, wenn Niki macht immer Arthur ab Air statt Back Air und Karo irgendwie SD8 dann die raus. Ja, aber er hat auch ein paar SDIs gehittet bis jetzt. Echt, ne? Ja. Letzte Game, was ich geguckt habe, zwischen den beiden Chats, das hat immer gemacht. Also jetzt an der letzten Kamera Backup machen. Weil er kriegt viel mehr daraus. Ja. Oh, das ist auch immer schön. Ja, er war bereit für den Crowdcancel. Okay. Ein Dream Ninja. Schön. Nicky kennt ihn. Oh mein Gott, das war insane. Unerwartet, aber sehr gut. Das habe ich echt auch nicht erwartet, dass er den noch kriegt. Ja, also spielt hier gerade echt gut. Seine Tanzen sitzen endlich mal. Fuck, ich war zwischen den Games auf die Toilette. Das ist so krass. Ich war zwischen den Sites, aber vielleicht. Zwischen den Games. Ja, gut. Oh, ja, wie Niki da auch wartet, wirklich krank. Back, ja? Hätte er abgeschossen gekillt? Ah, weiß ich echt nicht. Wahrscheinlich hätte er reingehört. Hätte er reingehört. Obwohl, nee, wahrscheinlich hätte es so oder so gekillt, hast du recht. Oh. Was meinst du? Keiner der beiden spielt Claw. Ne? Ne. Gerade mal. Ich dachte auch, der Claw. Ich habe Claw ausgeschüttet. Oh. Okay. Oh, er kriegt die Backer. Die Late Man. Dash Tag. Late Man und Dash Tag. Oh mein Gott. Die Reverse Fair. Ich meine, die Reverse Fair, der hat vielleicht nicht so ganz gesessen, aber die Idee war da. Nee, aber. Die Idee war da. Aber er lastet und gerade so. Vorgelandet ist. Oh, schönes Timing von Kaube. Das hat der Winkel. Naja, das ist ein Traumengel, leider gemisst. Oh. Yes. Ah. Ja, Arthur's Forward, der checkt einfach einen immer so an der Kante, auf jeden Fall. Ja. Das sieht er auch immer. Sein Recovery immer, er mixt so gut ab, dass er manchmal so früh geht, ja, bevor Niki an die Edge kommt, ja, dass er dann auf der Stage landet, aber dabei Niki trifft und deswegen zur Stage zu kommen. Ja, das ist auch mal richtig. Sehr gut, letzten Set. Das war einfach wahr. Letzten Forward, ja, auf jeden Fall aussehen. Oh, dafür ist er noch gar nicht gegangen, dieses Set. Aber das ist ja bestimmt wie. Niki kommt immer mit seiner Side-B durch. Ich glaube, weil er näher dran geht als Karo Norat. Deswegen trifft der Jab nicht. Oder er geht zu hoch und zu niedrig. Das ist auch gut. Jo, das war ein schöner Spot. Und? Oh. Ja. Da hat er ihn. Der lässt sich. Das muss sitzen. Ja, die macht vor, der ist echt saftig für die Side-Bs, ne? Saftig. Ja, das covert ja einfach so viele Höhen. Das ist geil. Lecker. Und? Ah, er hat den ja. Diesmal war Niki bereit für den Springer an der Kante. 1-1. Oh, das sah sehr komisch aus. Wahrscheinlich ein Fehler. Oh, der Grab. Er geht zurück. Ist auch schönes Timing von seinem Grab. Ich meine, das hätte Spot hat gecovert oder halt wie in diesem Fall abgeht von Niki nach der Landung. Ja. Echt super. Da ist Arthur einfach immer einen Schritt voraus. Ja. Oh, da ist die SCI. Oh, Wave Dash raus. Diesen Wave Dash aus Ashman sehe ich zwar nicht so oft, aber ich meine, mein Kopf sagt ja auch mal. Er hat die Porsche, wie wild ist dann Wave Dash auch? Ja, das war wirklich verrückt. Der Arthur spielt gerade wirklich super. Arthur spielt insane. Ja, er meinte zwar heute, dass er nicht so gut gespielt hat, also gegen mich zum Beispiel, oder allgemein, dass er heute nicht so gut gespielt hat, aber jetzt gerade kommt er echt wieder rein. Heute ist echt ein Wrong to Play. Er lässt sich nicht so einfach von sich nehmen. Auf jeden Fall. Das war ein Game Away vom Reset. Jetzt habe ich schon. Ja, die SDI ja nicht Steiger-DI. Ja, gut, ein bisschen zu voll. Ja, auch. Ja, das ist früh wahrscheinlich auf die gedrückt und dann kam die nicht raus. Oh. Jawohl. Ausgewichen und ab. Wow. Smash. Das Space
Racing gerade um den Sheetrop Drill, das war echt super. Der war wirklich auf der letzten Stückchen Ecke von der Station, hat ihn dann noch gegrabt. Genau, genau. Den habe ich ein bisschen an Zane natürlich. Der macht es ja auch sehr gerne. Das auch. Ich kenne den auch. Ja. Schön. Oh. Ja. Oh. Oh. Da dachte ich, er kommt ran. Krass. Aber echt super geashbart. Aber ich kann auch so. Schade. Gerade so den Grab weggeschaltet. Ja. Wow. Das ist insane, ey. Ja, gerade sieht Nicky. Gerade ist einfach nur die Nicky Show. Das geht echt ab. Ja. Das ist insane. Ja, ich frag mich doch mal, wie gut diese Shutter Downer ist. So Shutter Downer soll ja den Crouch Cancel punishen, aber meistens hat Marv mehr Lag danach als Fox. Das verstehe ich mal nicht ganz. Schaut Downer von Marv? Ja, ja, von Marv. Also es kommt natürlich auf die Prozente an, aber wenn Fox nicht genockdown wird, hat Marv manchmal weniger Zeit als Fox. Aber es liegt auch vielleicht daran, dass Leute die Edge canceln müssen. Ich meine, L-Cancel. Oh, das war böse. Den Double Jump cool. Das war ein schnelles Game. Das Ding ist, wenn du von der Downer getroffen bist, panikst du manchmal. Und jetzt spielst du mit Marv einfach Free Gram. Ja, das stimmt, das stimmt. Statt 20 drücken oder sowas. Das wird dann zum ersten Mix-Up-Game als Alpha. Ich glaube, manchmal denkt man auch, dass man dann checken müsste und dann ist noch gar nicht die Prozent oder so, man aufschillt manchmal. Ja, Marv ist out of range und kann nicht danach grabben, weil du ihn irgendwie hitten willst oder du denkst, dass er zu nah kommt. Ja. Oh, ja, Nicky hat eigentlich auf die Rolle gewartet, da starke Movement. Oh, oh, der hat Arthur gewartet. Hm, Spot out sehr schön. Oh, warte. Ja. Aber. Oh. Stimmt, er ist ja auch jetzt gerade ab und zu bringen. Ja. Kann er zählen. Aber er muss es am besten wissen. Ich glaube, es hat einfach nicht funktioniert. Wahrscheinlich sind die Chain Grabs gerade nicht so on point. Das ist, was ich tippen würde. Ja, Nicky ist auch ziemlich gut auf dem. Ich meine, ich sehe das. Ja, ja. Ja, das war super. Das ist der Traum von der Fox. Hätte Arthur auch ausjagen können. War einer beim Vorher. Immer schwieriger in der Situation. Wenn du dann weiter weg ins Tippen. Schon auch wieder. Sehr schöner Scheingrip. Oh, nice. Oder? Das ist gut. Na, ich wusste nicht. Ich dachte, es wird gleich wieder hitten, aber. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Jetzt kommt die Pull-Up raus von Nicky. Auch sehr gut gegen die Shot of Aries zu machen. Außer natürlich vor der. Das ist immer ein bisschen komisch. Aber gegen Short-Up näher sind die Pull-Ups super. Oh. Okay, back down. Oh, er catcht ihn. Ah, aber kann nicht viel rausmachen, leider. Außer vielleicht noch das Landing-Catch mit Uptilt, ja. Nochmal. Nice. Ey, das wird hier gerade wirklich nochmal ein richtiges Set. Ich meine, ich hoffe natürlich auf ein Reset, aber... Ja, der Bessere soll gewinnen natürlich. Oh, ah, der Klassiker. Aber Nicky ist bereit für diese Grabs von Arthur. Arthur. Das ist ja gar nicht gekillt. Ey, 100 Millionen Prozent. Ja. Kann er reagieren? Ja. Krank. Ich kann das nicht. Nee, ich auch nicht. Worauf reagiert man da? Wo guckt man hin? Ich weiß auch nicht, weil Fox macht irgendeine Bewegung. Ich meine, ich verstehe nicht, wie die sich alle unterscheiden. Ja. Oh, die hat raus, war schlau. Nein! Ich dachte, das wäre sein Ende. Oh, jetzt hat Mickey wieder so viel Prozent. Ja. Aber er kriegt den auch dazu. Aber Arthur spielt das echt super. Oh, er müssen sie beide weg, kriegt die auch dazu. Die Jazz waren auch krank. Oh, schön weg. Ja, okay, er weiß seine Prozent. Ich war mir auch nicht sicher gerade. Okay, okay, okay. Zum Reset. Oh, ich hoffe es. Oh. Oh. Schöner Wave dann davor. Wow. Nicky spielt auch dieser Close Range. Oh. Oh, ich dachte, das wäre ein SD. Oh. Schöne Laune auf. Bleib ihn, Apfel. Nochmal. Oh. Ah. Oh, das wäre so cool gewesen. Ich habe kurz überlegt, ob er so Single näher wollte oder so. Ja, aber eine sehr schöne Kombo von... Nein, das war ein ganz großer Choke.
Ich hoffe, dass es ihn am Ende nicht so einholen wird. Ja. Ja, gut, also entweder fällt ihn jetzt Niki auf einer anderen Ebene oder Arthur ist es hier aus. Arthur gibt es als Beispiel. Aber ich bin bei diesem Prozent des Sponsors so gefährlich. Oh, okay, schön, Freude. Okay. Ich hätte vielleicht einfach geerstmashed auf. Ja, Stani eben. Oh Gott. Oh, oh, oh nein, ich habe das schon öfter gesehen. Auf Netplay. Ja, okay, nice, nice. Okay, cool, cool, cool. Das ist wohl der Reset. Ey, verrückt habe ich gar nicht kommen sehen. Aber sehr schön. Ich darf es auch nicht kommen sehen. Insane. Ja, Arthur hat sehr schön gespielt, es war ein wirklich super schönes Set. Wie gebe ich das jetzt ein, dass das ein Jesus ist? Oh, das, ja. Das sind echt Fragen für Olong, aber ich weiß gar nicht, wie das Weh weggeht. Ja, yeah, genau. Warum ist das nicht? Kann man da irgendwie so auf Runas draufklicken oder ist das eher so keine Option? Kannst du mal hoch? Ich glaub, also, das kannst du mal ziehen. Ja? Nee, nicht. Einfach hochziehen. Das dann, also. Ah, hast du noch mehr gemeint? Ah, ja. Das kann man richtig viel entschillen. Ah, das ist ganz das könnte mitnehmen, das ist das. I don't know. Nee, das kann man nicht. Achso, hier, du sagst Runas. Aber kann man da draufklicken oder? Ja, dann nehme ich ab. Ja, er ist ja nicht am Runas, er ist ja auch ein Riss. LOL. Okay, als ob das wirklich alles immer so einfach geht. Ja, das ist insane. Das hat Lieber gemacht. Ja, Lieber hat das echt super gemacht. Ja. Also auch für Anfänger. Wenn du verstehst, was ich meine, die das nicht so ganz verstehen. Ja, das ist mega insane. Ja. Ey, super. Ey, aber ich weiß nicht. Lieber, ey, klasse, ey. Was geht, Obi? Wir vermissen dich. Obi im Chat. Obi. Ich frage mich, wie das nächste Set laufen wird. Ich glaube, Arthur wird dann mal wieder nicht auf die gehen. Aber die Frage ist, ob Niki da freiwillig auf die gehen würde. Das weiß ich nein, nicht. Nein, ich nein. Ich glaube auch nicht. Er hat genug andere Optionen. Ja, ich meine, muss er nicht. Ich meine, das wäre so funny. Ja, okay. Ich meine, ein Pokémon und Yoshis. Also. Ja. Aber gerade jemand. Ja, gerade jemand hat Arthur Pokémon genommen. Ne? Ja, ja, deswegen ist es so weird. Ah, wow. Nein. Jetzt go, Karan. Oh, scheiße, ich geh da schon los. Let's go. So was wollen wir sehen. War das ein Slapstick? Ja. Ja. Oh, oh, ganz komische Downer, ja, aber. Luke ist immer mein Foxer gewesen, was ich sehe. Ist das ein Slapstick gewesen? Ja. Ja. Oh, oh. Mein, was war das auch für ein Spacing? Er wurde nicht getroffen. Mhm. Krass. Oh, ein bisschen. Ich meine, Rev ist vielleicht auch gemacht, aber. Ja. Arsenal war auf jeden Fall bereit. Wow, er ist leider. Ich weiß nicht, wie er da so schnell raus ist. Slide auf SDI mit Double. Ja, ist einfach viel schneller aus, als ich es kenne. Aber vielleicht muss er da so eine extrem late Abwehr machen, wenn so was anderes. Das habe ich schon öfter gesehen. Geht auch, das ist komisch. Ja, verstehe ich auch nicht ganz, aber Arthur weiß nicht immer besser. Er wird mal kennen. Wahrscheinlich kennt er ihn, wahrscheinlich ja. Ja, geil, dann ja. Ich habe kein Game gegen Niki geholt. Schon gar keins. Oh, ich dachte, ja, du hattest oh, ja, ja. Das war eine sehr komische Situation. Ja. Okay. Oh, ich wäre auch für Jab gegangen, aber ja, schade. Ich schwöre, diese Jabs treffen nie. Ja. Oh, ab. Na. Also, ich dachte mich schon daran, dass mir die Abwehr langsam killen würde, aber ich glaube, nee, noch nicht mehr. Ich habe eher an den Dolphin Slash gedacht. Ja. Ja. Oh, das wollte er, hast du das gesehen? Ja, ja, stimmt. Oh, ja, okay, gleich ganz so. Ah, ich glaube, das ist. Obwohl, er hat noch eine Chance. Oh. 198%, damn. Ich hab wenig getroffen. Wow, 70 Pferde ja, jetzt. Da kommt er einfach rein. Okay, 20%. Aber ich weiß, es ist trotzdem gewesen. Oh. Oh, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, an der sehr schönes Edgeguarding an der Stelle von Niki. Ja, ja, ja. Das war auch wichtig. Oh, dieser Drill und dann dieser Grab. Ja, okay, Niki ist irgendwie. Oh, nice. Wunderbar, der wunderbar. Den Re-Grab und noch ein Grab. Das könnte das auch sein. Ah, okay. Nee. Aber sehr, sehr schöne Sequenz von Niki. Ja, ja. Mhm. Oh. Ah, okay, schade, schade. Es sah auf jeden Fall machbar aus, aber dann hat Niki einfach 200% gelebt. Ja, ja. Ich meine, danach war es eigentlich auch relativ even, aber dann, keine Ahnung, hat Niki einfach losgelegt. Das fand ich schon wirklich gut.
Ja, das war echt verrückt. Abwehr ist schon 200% nicht killt, weißt du, was wir gestern, dass er auf einen Stock einfach viel vergeben hat. Ja, Abwehr tötet nicht mal den Kopf so. Echt komisch, macht Abwehr ist so wie. Oh nein, das war der Double Jump? Wie kann das denn sein? Ich hätte auch gedacht, der macht erst Set. Ja, das ist wirklich kein optimaler Start hier, ne? Aber hoffen wir mal, dass also das noch zurückbringen kann. Ah, ich glaube, er wollte Turnaround machen. Das hätte ich noch nicht verstanden. Wow, okay. Wow. Ja. Ja, das ist doch. Da ist es. Sehr schön. So einfach ist es. So einfach kann es sein, ja. Kann es sein. Ja? Ja, ich glaube, Afro muss dann vielleicht auch mal, wenn er versucht, ihn zu geben, einfach mal rausgehen mit der Forward, ja? Um diesen Rejump zu catchen. Weil dieses Downtail funktioniert zwar, ne? Er wird verlimmt, wenn er Downtail nicht getroffen hat. Ja, wenn sie den perfekten Rejump schaffen, dann, ja. Oh, aber diesmal nicht. Never mind, aber diesmal never nicht. Am Beating Ground Worlds, dann ist es wieder. Ja. Komm, ruhig zu gehen. Oh nein. Oh, oh was? Wie er das überlebt hat, ist mir ein Rätsel. Und die Abwehr? Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das FBI war oder einfach ein Spiel da. Weil der erste, also ist, Reset und jetzt. Was? Ja, aber Reset. Ja, genau. Ja. Reset. Wir spielen einfach Friends wie diese. Noch die Friendlies aus hier. Ja, es gab ein Reset. Und Karl hat das sehr gespielt. Aber wir müssen einfach die Mühe machen, ne? Oh, das hätte wirklich ein ganz schneller Stock sein können. Aber okay. Schön. Jetzt die Abilien, er war, so, ja, war bereit, aber schön weit oben. Jetzt stirbt er. Oh ja, ja. Ja. Hätte er fliegen können? Aber diese Edgeguards von Niki sind echt stark. Okay. Ich meine, das ist der Tag der Reverse Reroll. Also ja, ist alles auf jeden Fall drin. Wenn nicht, wenn dann jetzt. Ich denke aber, dass Arthur wahrscheinlich Stadium gehen wird. Das mit Fountain war zwar möglich, aber mehr geht Space. Echt Stadium. Die geht nicht auf Stadium. Ja, echt eine neue Meta, die hier herrscht. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Frank ist gut nach Niki. Ja. Ich glaube, dafür gibt es ein bisschen. Könnt ihr jetzt einfach davon aus, dass Niki noch steil ist. Wir sind auf jeden Fall Team. Aber manchmal. Ja, stimmt auch. Oh no. Okay. Ich muss sagen, bisher sieht das eher aus wie nach einem stabilen 3-0, aber Arthur hat auf jeden Fall auch das Zeug, um das hier auch noch zum Game 5 zu machen. Sehr schön. Ja, muss ich mal was überlegen, wie dieses Slide aussieht. Kannst du eigentlich absolut. Ah, ja, gut. Stimmt. Ich hab schon geile Kitsche. Oh, schön. Space. Oder du mit Kitsche und Slider. Ja, das war gut. Jab, Jab. Genau, ich glaube. Ich weiß nicht, ob an die Edge gehen oder Play war. Ich dachte, da kommt gerade. Ah, okay, ja, okay. Gott, aber auch gut. Ich kann nicht. Oh. Das perfekte Zimmer absetzt. Das braucht man. Ah, schade. Nein? Das muss nicht stimmen. Oh, er hat lang gewartet. Oh, perfekt. Ganz machen. Okay. Schlägt mir einfach ins Gesicht. Oh. Oh, nochmal ein Doppelschein. Oh. Ich hätte, glaube ich, eher im Vortrag gesehen, aber Applaus auch gut. Ja, Downer da finde ich gut eigentlich. Oh, ja, also das Big Brain ist auf jeden Fall am Start. Oh, das geht gut. Oh, der kann auch panisch noch Weekend mit. Oh, Arthur, tu es, tu es! Nice! Oh, stimmt. Wow. Ja, stark. 2-2. Ja, dieses Game sieht ja auf jeden Fall bis jetzt echt am knappsten aus. Die letzten beiden Games waren eher ein bisschen stark in Nikis Favor. Okay. Ja. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich nach sich war. Oh, schön. Oh, Abwehr. Ja. Ah, schwierig. Aber die DI, das ist auch geil. Das ist ja. Sehr schön. Hat er da nicht Zeit zu tippen? Oh, Downer. Ja, stark. Stark. Oh, der Downer ist aber Arthur lässt sich einfach nicht einschüchtern. Er geht einfach super ruhig. Das möchte ich mal sehen. Ja. Oh, was nice. Für ein Up-Tilt. Nice. Aus der Luft. Ja, das war echt verrückt.
Okay. Oh, die Morde. Oh, Niki, schön. Oh, darfst du die Downs machen? Oh, endlich trifft er die Downs. Wieso wurde er nicht getroffen? Ja, Invincible X. Was? Nee, war das von gefragt gerade, Invincible X. Ich glaube, hier nur. Nee, dann weiß ich auch nicht warum. Ist das Fett war noch nicht anscheinend perfektes Teil. Die Hitbox ja. Früher da als die Hitbox. Oh nein, der geht nochmal ganz steil. Der geht ab. Ah, die Karte kann man? Nein. Niki war das bereit. Das ist das Tournament-Stock, Alter. Nochmal? Ja, kann man nicht. Aber das ist es oh nicht. Oh no, das ist es nicht. Mach rein. Oh. Hat er und? Oh. Nein, nein, richtig gut. Die oh. Oh. Oh! Er dachte, er würde die Kante gleich machen. Oh. 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 Es ist 1-2. 2-2? Das Ding war 1-2. Ich glaube, den letzten Stock wollte Niki eigentlich die Kante greifen, als er da runtergefallen ist. Das sah ein bisschen komisch aus. Ja, ja. Er hätte sie auch bekommen. Ist er gefasst? Ja, also er war irgendwie aus dem Kombo gerade raus. Okay, Yoshi. Das Ding ist, irgendwie bin ich für unseren Berliner Roy Karan, aber Niki ist jetzt auch Berliner. Ja, also die Berliner Ausrede kann man eigentlich nicht mehr bringen. Oh, das war super. Oh. Ja. Oh, ja. Nein, Arthur, er war sogar bereit. Und dann der Messer. Schade, schade. Aber sehr gut von Niki. Ja, weißt du. Das ist echt erklärt. Oh. Was? Dicker Schein am Ende. Ja, genau, Maxi. Wow. Ja. Niki hat es gerade echt nochmal ein bisschen aufgedreht. Oh! Er ist aber. Oh, Brandon! Insane. Ja. Na, nein. Ich weiß auch nicht mal, dass das passiert. Ich glaube, Arthur möchte hier alles ein bisschen. Oh! Oh. Ah, na gut. Sehr schön. Ah, wenn er Stock mehr hätte, hätte er es machen können. Ja, ja, er hätte downhaben können, aber er hätte Stock mehr. Das möchte man nicht. Ja, nice. Schön. Oh, der Scheingriff. Die Scheingriff ist echt. Oh, die ist da. Wow, wow. Okay. Ein Gimp und wir sind wieder da. Immer wenn ich Bounce denke, dass Niki das in der Tasche hat, kommt Arthur einfach irgendwo doch mal ran. Er ist uns da hinten. Ja, also ist echt noch Arbeit zu machen, aber ich glaube, so ein richtig leckerer Gimp und dann. Was ja. Immer ein Tasche hat. Oh nein, nicht ein Gimp von der anderen Seite. Es tut so weh. Das ist echt ein Nickige Pomi-Stock, was soll das? Er hat ja. Okay. Oh. Das war schon Set before. Okay. God damn, okay. Dang. He's das ist auf jeden Fall ein schweres Comeback, aber wenn Arthur jetzt nochmal noch richtig abgeht. Aber schon wieder Tönnemis. Schön. Vorder? Nein. Er steht. Okay, gut. Yeah. Okay, dann. Oh, der erste Satz. Okay, auf jeden Fall attacken. Der sehen. Ja, Niki bereit. Oh, Grabber. Oh, grab. Oh. Wicked. Oh. Ja, ich weiß auch nicht so ganz, was man da machen soll. Wow, oh, gut, er spielt es einfach. Ja, klar, ist klar. Krass. Ab geht's. Einfach noch zweimal dieselbe Kombo nochmal. Sieht zwar schwer aus, aber ich denke sogar, dass es drin ist. Wie sie einfach nebeneinander Hand in Hand dashen. Oh nein! Oh, shit. Das macht der immer, ja. Boah, der Uptilt ist wirklich geil. Das kann man auch. Oh. Aber Arthur bekommt immer noch eine Chance. Komm, Arthur. Ah, die Spotter. Oh. Niki ist einfach nur okay. Das ist es. Das war ein schönes Grand Finals. Ein 9-Game Grand Finals, Alter. Insane. Ja. Let's go, Niki. Ein glorreiches Nice. Guter Versuch von Arthur. Nicht, am Ende hat Niki sich auf jeden Fall durchgesetzt. Du hast eins verloren, aber du hast sehr für dich. Ich finde es auch so krass.